Die Salzburger Leichtathletik-Gala war gestern die erste von 5 Stationen der diesjährigen Austrian Top Meeting Serie. Bei starker internationaler Konkurrenz waren Österreichs Top-Athleten auf der Jagd nach den Limits für die Europameisterschaft und die Unter-20-WM. Rund 250 Athleten aus 20 Nationen sorgen bei der zweiten Salzburger Leichtathletik-Gala im Sportzentrum Rief für internationales Flair, das auch Österreichs Hürdenass Beate Schrott hier auf Bahn 4 für ihr Freiluft-Comeback nutzen will. Nach langer Verletzungspause im vergangenen Sommer ist die Hallensaison nicht nach Wunsch verlaufen. Die Rückkehr auf die 100 Meter Hürden klappt für die St. Pöltenerin aber perfekt. In 13,14 Sekunden unterbietet sie das Limit für die Europameisterschaft in Zürich schon im ersten Saisonrennen deutlich. Das war eigentlich ja, mein zweitbester Saisoneinstieg, wobei letztes Jahr habe ich zu viel Rückenwind gehabt und nicht Gegenwind. Also es passt wirklich super und ich bin überglücklich. Im Speerwurf der Frauen kämpft Elisabeth Eberl um das EM-Limit. 56 Meter und 99 hat sie schon geworfen in dieser Saison, damit fehlen rund 40 Zentimeter. Auf das Limit. In Salzburg landet der Speer bei 56 Meter und 7. Damit gewinnt Eberl zwar, muss aber weiter auf das Limit warten. Ich bin ziemlich gut drauf und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es bald klappen wird bei den nächsten Wettkämpfen. Besonders stark besetzt ist der 400 Meter Hürdenlauf der Herren. Gleich 6 Athleten haben hier eine Bestleistung unter 50 Sekunden. Mittendrin statt nur dabei ist in diesem Rennen der Niederösterreicher Thomas Kain auf Bahn 6. Auf dem Weg zum EM-Limit strauchelt der 20-Jährige aber an der letzten Hürde. Das war der geilste Lauf meines Lebens bis jetzt. Super Bedingungen, saustarke Gegner. Und dann zahlt es mich auf der letzten Hürde auf, wo ich 2 Meter hinter den Führenden bin. Voll schade. Im 800-Meter-Lauf unternimmt Andreas Wolter, der das Feld hier noch anführt, wie schon im Vorjahr einen Angriff auf den 22 Jahre alten österreichischen Rekord. Der 1500-Meter-Spezialist ist aber noch nicht spritzig genug und wird Vierter. Auf den Rekord fehlen fast 2,5 Sekunden. Jubeln darf dafür der Wiener Dominik Stadelmann, der als Sechster im Sog der Spitzenleute zum Limit für die Unter-20-WM in Eugene läuft. Höhepunkt der Gala ist aber der Dreikampf der Mehrkämpfer, die eine Woche vor Götz ist die Möglichkeit für eine perfekte Generalprobe bekommen. Neben dem Niederösterreicher Dominik Distelberger im weißen Trikot ist unter anderem auch Europameister Pascal Bärenbruch aus Deutschland mit dabei. Nach einem ausgezeichneten Hürdenlauf und Bestleistung im Diskuswurf sichert sich Distelberger mit 4,80 Meter im Stabhochsprung überraschend den Dreikampfsieg. Perfekter Test für Götz ist, eine Woche ist noch, die Form stimmt und ich lasse mich überraschen, was da passiert. Ja, was glauben Sie, was ist möglich? 8000 Punkte sind ja das Ziel, sind die in Götzis schon machbar? Ja, also es ist möglich, aber es muss wirklich wieder alles passen, die Bedingungen müssen stimmen, die Form passt, aber es gehört immer das Quäntchen Glück dazu. Dominik Distelberger ist also gerüstet für Götzis und wie die übrigen österreichischen Topathleten ausgezeichnet in die Saison gestartet.